Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, es gibt ein Demio-Update und zwar Herrschaft des Wahnsinns und wir haben neuen Helden bekommen und das ist der Urak. Ja, stell dich vor. Ja, was ist der Urak? Urak ist eine unzerstörbare Kraft puren Zorns. Als ehemaliger Grubenkämpfer hat er die rohe Gewalt des Kampfes kennengelernt. Schlag für Schlag. Er greift seine Gegner mit Brutalität, Entschlossenheit und dem berüchtigten Haken von Vaga an, einer weit und breit gefürchtete Waffe. Ja, das ist hier. Hier sehen wir seinen Haken und den wählen wir jetzt auch auf. Aus. The fighting ends as the enemies have fallen. Um was? I'm still standing. Um was geht? Lesen wir aber jetzt erstmal in dem Buch hier und. Schauen wir mal, wie wir das am besten nehmen können. So. Herrschaft des Wahnsinns. In der Stadt Enz leben die Leute seit Jahrhunderten von der See in friedlicher Harmonie mit der Natur. Aber nach einem Erdbeben vor ein paar Tagen tauchten schreckliche Kreaturen in den Straßen um den Zentralplatz auf. Der Gouverneur riegelte ihn ab und Familien verließen ihre Häuser. Jetzt herrschen in den Gassen von Enz Tod und Verderben. Niemand ist sicher. Ralma bittet um deine Hilfe im Kampf gegen das, was aus der Tiefe kam. Vielleicht ist ein Ende in Sicht. Der irre Elfenkönig. Einst war der irre Elfenkönig als Avnor Berim bekannt. Aber heute hat er einen deformierten Körper und sein Verstand ist so verdreht, dass er nur noch nach Macht und Rache strebt. Gefangen in seinen goldenen Sarkophag plant er für das Zeitalter des Elfenkönigs eine Ära seiner Herrschaft. Ja, ich möchte euch das Abenteuer heute näher bringen. Ich werde das jetzt nicht komplett zeigen. Ich möchte euch den neuen Helden zeigen und ja, die neue Map auf jeden Fall. Und wie wir sehen, sieht echt schon mal cool aus. Hat wirklich was von Stadt. Und gleich gehen wir durch das Tor und dann schauen wir mal, was uns so auf uns zukommt. So, wir spielen jetzt hier den Urak. Ich habe mir noch drei Helfer dazu geholt. Einmal wird die Wächterin, dann die Jägerin. Und der Assassine. Und ja, als Urak haben wir diese Möglichkeiten. Wir haben Talaks Hakenschlag, eine alte Technik, die viel Schaden zufügt und LP entzieht. Und dann haben wir nochmal einen Grubenkämpfersprung. Und schauen wir uns gleich mal an, um was es da wirklich alles geht. Also, warum die Karte jetzt so ist, weiß ich gar nicht. Und Wurfanker zieht Feinde und Objekte zu dir oder zieht dich zum Haken. Müssen wir mal alles schauen, wie das so abläuft. Ich bin kein Demio-Spezialist, ich habe es viel zu selten gespielt, aber ich mag das Game echt. Aber es ist sehr, sehr zeitraubend, muss ich sagen. So, ich spiele auch hier mit der Quest-Version und Quest autark, nicht PC, VR oder sonst was. So, dann gehen wir jetzt mal mit dem Urak zur Kiste. Strudelstaub. Erzeugt einen kleinen Strudel, der alle Feinde anzieht. Okay. Dann gehen wir mal durch das Tor. Und da sehen wir dann die erste Map. Alpharoth und Rakon seem to forebode the danger that you pose. Fleeing has never been in their repertoire before. So here, in Enz, you must be extra vigilant, as it might be a trap. So, es sieht sehr ruhig aus, aber der Schein trügt. Wir haben hier die Möglichkeit, auch so eine Art Söldner zu rekrutieren. Und dafür brauchen wir natürlich Gold. Haben wir noch nichts gesammelt. Aber die Möglichkeit besteht dann natürlich auch. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter. Und ich habe eben mal ganz kurz reingeschaut und es ist verdammt, verdammt schwer, muss ich sagen. Und ich gehe jetzt erstmal nach hier. So. Dann haben wir hier unseren Jäger. Pfeil. Knallen wir natürlich direkt drauf, ne? Gleich, wenn wir mal näher rankommen, schauen wir natürlich mal, was der Urak so am Start hat. So, jetzt mal den Assassinen sind wir jetzt. Schleichen. Machen wir natürlich. Time to go. So. Dann war das schon mal so ein bisschen geschützt. Hier haben wir ja auch unseren Nahkämpferin. Cool. My turn, which means monster turn. Huh.
So. Schauen wir mal, was der Urak so drauf hat hier. Drei haut direkt durch. So, Pfeil. Kriegen wir den auch. Just like top. Das Game gibt es ja auch für Steam VR und dann auch nochmal als Flat Game. Auf Steam VR PC Edition. Da gibt es auch so Pakete, wo man beide Games hat zusammen. Und ja, das ist natürlich dann ganz gut, wenn man wirklich beide Versionen hat. So, jetzt versuchen wir den mal anzugreifen. Da wir den dann direkt schon mal down haben. Zwei. Yes. Don't resist. So. Den können wir direkt wahrscheinlich ausschalten. Auch zwei, sehr gut. Die Wächterin, die teilt auch richtig gut aus. Line up and die. So, da kriegen wir wieder eine Karte. Monster Turn. Oh, da kommt was auf uns zu. Kleiner Beschwörerriss. Boah, die hauen aber jetzt hier richtig rein. Okay. Ich versuche das mal anzugreifen. Geht gar nicht. Okay. Dann sollten wir gucken, dass wir auf jeden Fall irgendwie wegkommen, ne? Oh, okay. Jetzt schauen wir einfach mal, was wir hier so an Schaden anrichten könnten. Eigentlich müssen wir noch einen näher ran, ne? Dann gehen wir nach hier. So. Dann können wir gleich angreifen. Ja, mit dem Pfeil kann ich von hier aus überhaupt nichts machen. Müssen wir schon ein bisschen nach vorne. Von hier aus kann ich aber schon mal angreifen, oder? Ne, leider nicht. Okay. Packen wir die mal hier hin. Oh, da haben wir einen Schläger. Auch zwei, sehr gut. Und von hinten auch noch, das sollte gut Schaden anrichten. Rüstung reparieren ist ganz wichtig. Enemy turn. Also ich glaube, der wird eine ganz kurze Runde hier. Aber wie gesagt, ich wollte euch ja wirklich nur mal die Map zeigen und die ist echt wunderschön. Sieht aus richtig wie so ein kleines älteres Dorf. So, jetzt kommen die alle nah ran und dann kann ich gleich auch mal hier die Karte ziehen, den Flächenzauber. Oder was heißt, die Flächenkarte, nicht Zauber, sondern Angriff. Urak, der muss aber einstecken, du. Okay. Das wäre jetzt gut, wenn wir zwei als Schwert haben. Oh, schlimmer kann es ja gar nicht kommen. Also, jetzt habe ich den natürlich trotzdem getroffen, aber es ist nichts passiert, ne? Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal einen Heiltrank noch. Und dann greife ich nochmal hier oben an. Ja, jetzt kommt er mit zwei. Hätte er nicht eben mit zwei kommen können? Pfeilhagel. Okay, dafür muss ich ein bisschen aus der Deckung raus. So. Und dann können wir einen Pfeilhagel hier mal aussenden. Aber ich würde das bevorzugen. This rain will kill you.
I'll slash you. So, schon mal ein paar in Panik geraten, das ist auch sehr gut. So. Schleicht er jetzt noch? Nee, ne? Wo konnte ich das nochmal erkennen? So, diesen Riss mal kaputt machen. A sweet kiss. A sweet kiss, genau. So, mit dem machen wir jetzt hier kurz einen Prozess. Genau. I will vanquish you. Hier unten ist mir aber echt noch viel zu viel los. Die, Fiend. Enemy time. Okay, die ziehen mir Energie raus. Okay, die Dinger müssen wir auf jeden Fall kaputt machen, diese Beschwörerrisse. Boah, die sind ja nervig, die der Beschwörer da macht. Das ist aber schon hart, das Abenteuer, oder? Wie gesagt, das wird auch nicht lange gehen, ja, glaube ich. Ich glaube, ich muss gleich hier mal... mir was einfallen lassen hier. So, da gibt's schon Panik. Also diese Schwörerrisse sind ein bisschen nervig. Lohnt sich hier die Paar eigentlich. Den Beschwörer müssen wir ausschalten, aber na gut, wir sind hier auch noch, ne? Okay. Wir machen mal diesen Sprudelzauber. Sprudel, nicht Sprudel. Verderbter Zorn. Wir müssen auf jeden Fall Heilung. Be sure to revive you. Großer Beschwörerriss. Ja, super. We have an ally. So. Here, fight them. They are the baddies. Und schon mal nicht schlecht. Dann haben wir in dem Tages erkämpft, zwei Spinnen. Besser als nichts, ne? So. Blendet Feinde, stößt eine schädliche Giftwolke aus. Das ist natürlich auch gut für Hiri, ne? Kriegen wir die bis da? Nein, aber wenn wir mit dem es bis da gehen. Sehr gut. Obnoxious surprise for you. Don't resist. So, Heiltrank. Schon mal ganz wichtig. Und dann die Rüstung reparieren. I have repaired my armor. Okay, damit kann man schon mal umgehen. Ha!
Go back to the abyss. Genau, alle drauf. Cool. My turn, which means monster time. Okay. Jetzt stecken wir wieder ein hier. Okay, ist ganz, ganz wichtig, dass ich mich gleich hier mit. What should I do? A little to the right. Kann man nicht sehen. Okay, 3. 2, ja, sehr, sehr gut. A little. Have some steel. Ist schon mal down, so schleichen. They will hear me. Halt dran. So, den auf jeden Fall heilen. So. Wirbelwindangriff. Das ist ein Flächenangriff. So, diesen Typ müssen wir auf jeden Fall loswerden. Aber der hat richtig. Ja, der hat richtig Energie, ne? Richtig stehen so. Zwei oder ein? Oh nein. Zwei oder tot? Sehr schön. Ja, der haut jetzt ab, ne? Na ja, klar. Der ist wieder K.O. Also ihr seht hier den besten Dimio-Spieler ever, aller Zeiten. Ich muss aber sagen, dass es echt verdammt hart ist. What should I do? Ja, what should I do? Dipped in poison. Sollte gleich down sein, oder? And take that. I am the darkness. Rüstung reparieren. Also wir können jetzt uns erstmal nicht mehr heilen. Ach, der hat nur noch einen. Okay, ja, den kriegen wir. Den kriegen wir definitiv. Wir haben keinen Totenkopf würfeln. For the god. So, jetzt kriegen wir alle neue Karten. Der Uru ist gleich schon down.
Good. Now it's the enemy turn. Ja, also der ist die Hölle. Ein bisschen zu heftig. Ich weiß aber auch nicht, ob ich die richtige Auswahl an Helden getroffen habe für dieses Match jetzt hier. Ah, Wahnsinn. Der hat jetzt auch schon hier wieder was ausgespuckt. Puh, Leute. Ready to hunt. Er macht aber nur ein Feldbarrikade, das nützt uns jetzt leider nichts. There you go, friend. Find the time. So, wer ist dran? Don't go into the light. I'll open that vein for you. No. Ah, ja. Uruk ist down. Natürlich blöd. So, was haben wir? Ein Schlachtruf. Das erste Rüstung reparieren. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. So. Dann kümmern wir uns um das Kleinvieh mal da. For the king! Ja, jetzt gleich holen die zum Gegenschlag aus. Nee, das wird eine ganz, ganz schnelle Runde. Aber passt eigentlich auch ganz gut, weil ich wollte euch wirklich nur die Map zeigen, den neuen Helden zeigen. So. Jetzt können wir uns den noch holen. What would we do without you? Poisoned arrow. So, schleichen. Going quiet. Verwundet und schwächt dein Ziel. Neu gerufen, holt deine Team wieder zu dir, egal wo du bist. Das ist doch gar nicht schlecht, wenn ich jetzt. Aber wenn ich jetzt einen Zug mache, dann ist das, glaube ich, vorbei. Okay. We don't want you to breathe that. Sehr gut. Der Tagkämpfer hat mitgemacht. Ja, jetzt kriegen wir die ganze Breitseite wieder. Ah, das ist gut, dass der erstmal abhaut. Aber ich glaube, der kann über die ganze Map diese Dinger verteilen, ne? Also Monster und so machen die echt immer cool, finde ich.
Nee, ich glaube, das war's jetzt. There goes your last champion. Aus! Sorry, but that's it. Let me know if you want to try again. The last champion falls. And darkness encroaches. Ja, Leute. Your quest. Das war mein Gameplay zu Dimiu. Ach so, mal kurz die Brille auch aus. So, ja. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. War ein ganz kurzes Match jetzt, aber ja, normalerweise die Runden können auch mal so 3, 4, 5 Stunden dauern. Wenn man wirklich mit guten Leuten spielt, wenn man jetzt alleine ist und auch noch schlecht ist wie ich, dann ist es natürlich schwieriger. Aber ansonsten, ja, cooles Game, cooles Update. Ich möchte es mal wirklich nochmal mit ein paar anderen Leuten spielen, auch die ein bisschen Plan haben. Und mal schauen, ob man dann dieses Abenteuer irgendwie bestehen kann. Ich finde es echt extrem schwer jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob es wirklich an mir liegt, ob ich mich jetzt echt schlecht angestellt habe. Ja, die Profis von euch können gerne mal unter die Kommentare auch schreiben. Fandet ihr es jetzt auch zu schwer oder habe ich mich jetzt einfach schlecht angestellt? Habe ich die falschen Helden ausgewählt oder bin falsch vorgegangen? Könnt ihr gerne mal unter die Kommentare schreiben. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich auf ein Like freuen. Und ja, ein Abo wäre echt nice, wenn ihr mir das geben würdet, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.